So 22 Uhr, ich muss kotzen, gell? Mir ging es einfach nicht gut an dem Tag, gell? Weil in meinem Kopf, weißt du, was ich vorhatte? Ich wollte an diesem Tag zum ersten Mal rillern. Noch nie in meinem Leben habe ich Alkohol getrunken. An diesem Tag habe ich mir gedacht, komm, heute werde ich rillern. So eine Einstellung hatte ich gehabt. Guck mal, wie Allah mich bestraft hat, pass auf. Wir gehen, wir holen uns diese so Riller und so, gell? Wir gehen, baba, wir holen uns. Und wir haben so Böller und so, gell? Und wir haben geplant so. Nach diese, wir machen so ein paar Böller, dies, das, und dann wir gehen zu meinem Kollegen Mike nach Hause, wir rillern da, wir gucken Film. Okay? So, Bruder, wir laufen und wir werfen uns so gegenseitig mit Böllern ab. So aus Spaß, Böller so. schlachten so So, ja, mäßig. aus Spaß, wir werfen uns mit Böllern ab, gell? Auf einmal, Bruder, Jamel, danke für 3 Euro. Auf einmal so ein Böller, Bruder, der landet auf meine Nase und kurz vor seiner Haustür, so 30 Sekunden später, wir wären oben im Zimmer, wir hätten angefangen zu rillern. Kurz bevor seiner Haustür, ich spüre nur, wie ein Böller gerade hier auf meinem Nasenbein landet, Bruder, und explodiert. Ich schwöre auf meine Mutter, Bruder. Ich habe nichts mehr gesehen. Nichts mehr. Und nur so Schattierung, so, gell? Ich mach, und der Mike nimmt mich so an meine Hand und er rennt so seine. Wir waren ja genau vor seiner Tür. Er rennt so hoch. Und ich mach so Wasser und seine Mutter schreit, mach kein Wasser. Und ich krieg Paranoia, Bruder. Krankenwagen kommt. Ich werde dahin ins Krankenhaus gebracht. Krankenwagen geben die mir sowas in meine Nase rein. So Wasser, so Salzwasser. Und die holen einfach so brauner Pulver kommt aus meiner Nase raus, Bruder. War da so brauner Was denn Pulver. so, was so, Ja, was man drin genau, ist, ja. was da drin ist, gell. Ich komme an, Bruder. Direkt, ich wurde an meinen Augen notoperiert. Weißt du? So, weil meine Hornhaut und alles, was auf meine Hornhaut ist, komplett so. Verkruppelt, so verkrustet. Die haben die weggeschnitten, Bruder, dies, das. Ich habe Lasertherapie gehabt und ich hatte so verbannt, 2 Wochen lang so verbannt. Und als ich rausgekommen bin, hatte ich auf ein Auge 30% Sichtstärke und auf einem Auge Was? 70% Sichtstärke. Und Alhamdulillah, heute bei mir, mein Auge ist immer noch perfekt. Ist alles wiedergekommen, Bruder, alles wieder verheilt. Aber war schon echt schlimm, ist schon echt mega gefährlich, Bruder. Man muss wirklich, es ist echt mega gefährlich, Bruder. Ich schwöre auf Koran, es ist mega gefährlich, Von Bruder. meinem Bruder, der Kollege, der haben den immer Drei-Finger Joe genannt, Hat er ne? die verloren, zwei Der hat Finger? sich einen Finger verloren, einen Finger, dann haben wir Ah. so einen Witz gemacht, keine Ahnung warum. Im Moment, der hat einen Böller sich mal selber gebaut. Jetzt ist komplett selber Ah, so, kennst du, irgendwas okay. Ja, ja, zusammengemischt, keine ja. Ahnung. Hat sich das gemacht und dann hat den Finger verloren. Weil er dachte, der Krass. Böller ist aus, nochmal hingelaufen, dann ist er doch angegangen. So ist das ja bei Krass. solchen Böllern Ja, oft der Fall, klar, ne? klar, klar. Das ist echt krass. Das ist echt, seid vorsichtig bei sowas, seid wirklich vorsichtig. Ey, wirklich, seid vorsichtig, Walla. Bitte. Auch nicht, ich sag jetzt nicht um so cool. So Vorbild oder so. Ich bin kein Vorbild, er ist Bin auch ich kein nie im Leben. Vorbild. Ja, aber bitte, Wallah, das ist eine ernste Sache, ja? Wallah, macht euren Eltern nicht den Schock. Ja, Wie Mann. viel kostet die? 25. 25? 22, ja? Oder ist zu teuer? Wie viel von dir? 10er. Diese große Mix. Den Laden da hinten gesehen, der hat die für 10 gemacht. 10. Kommen wir zum nächsten Produkt und zwar Zündet ihr den den jetzt an? schon Hm? benutzten Ich Böllern weiß gefühlt. Ich nicht. sehe die zum ersten Mal, ne? Ich habe die noch nie gesehen. Die sehen schon echt gefährlich aus. Ich weiß nicht, wie die heißen. Match Thunder K.O. Oh, tschechische Polizei. Ich bin so Hat müde der heute, ne? mich sogar Kloppen. erschrocken, Der hat sich Digga. gefickt, gell? Ich schwöre. Wir werden dafür auf jeden Fall einen anzünden. Pardon. Tolga zündet einen an. Wo zündet man die an? Da. Teheran. Digga, seid ihr euch sicher, dass man das da anzünden muss? Oder wie soll ich das denn hier Ich sag anzünden? das wie, ich sag das wegen Tolgas Hand, ne? Wir brauchen jetzt erstmal einen ganz bestimmten Sicherheitsabstand. Wir tun den Böller hier hin. So sieht das aus. Ciao, ne? Mach's gut, Jungs. Man darf diese Dinger null Kann wieder mit unterschätzen, seiner ne? Hand noch Der hat halten. schon Tolgas Hand Platz. Nimmt den auch in die Hand. Bruder, das gibt wirklich Leben für die Menschen, ne? Bruder, kannst du dir den in den Mund stecken? Missobjektiv von der Kamera. Das war wie eine Knallerbse. Der war Ja. nicht so laut. Die Cobra Was? Ich fand, der war 12-Dinger schon werden krass. deutlich krasser. So krass viel ist da nicht passiert, ne? Also ich muss sagen, der hat mich echt ein wenig enttäuscht. Ich habe echt viel mehr erwartet von dem Typen. Und er meint auch noch zu 100%, der ist wie Cobra 12. Deswegen ihr werdet ja im Laufe des Videos sehen, wie Cobra 12 denn wirklich ist. Was? Ah, die haben auch Cobra 12 dann noch gekauft. Ist Cobra 12 krass. Bruder, ich kenne es nicht, ich hab's gehört schon mal. Die euch Ich habe immer. selber nicht benutzt. Seit diesem Tag, wo das mit meinen Augen passiert ist, habe ich nicht mehr so auf Silvester selber Böller gemacht. Sehr krass ans Herz zu legen kann, ist, Autopflege ist sehr wichtig. Oh nein, dass so ein T-Shirt hier verkauft wird, ne, das ist echt wirklich eine Riesensünde. Tolga, hast du mir irgendwas zu verheimlichen? Warum hältst du dich hier in der Unterwäscheabteilung auf? Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es danach noch eine Burberry-Tasche ist. Tschüss. Sind da jetzt alle geplatzt? Die Frage ist, wo ist die Tasche? Ah, jetzt weiß ich aber auch, was das für ein Material ist. Gut, was wir das getestet haben. Seht ihr das? So sieht die Tasche von innen Aber aus. ist Oh schon Mann, stark, das Etikett liegt dass es natürlich auch so irgendwo. schafft. Alter.
Die Tasche ist komplett kaputt. Also ich glaube, ein bisschen Power haben die Dinger schon, ja, ne? Die Tasche hat ja auch eine schäbige Qualität gehabt, ne? Ja klar, aber das ist nicht so leicht, so. Ja, ist ja egal, was ein Plastik das ist, so. Das ist so, also so ein Kunststoff, das ist schon schwer. Krass, gibt es noch krassere als Cobra 12? Wie viel kosten die? Noch? 10. 13. 10. 13. 10. Wir sind jetzt schon dabei, wir haben jetzt schon eine 1 davor. Okay. 10. Du halt musst natürlich auch gewinnen, ne? Achso, nein. Bruder, jetzt hast du schon Geld gerochen, ne? Wie sieht denn mit der zweite an, mit den 10 an den Cobra 12 haben wir jetzt auch. Kommen wir zum zweiten Produkt, wo ich mich, glaube ich, mit am meisten freue. Und das sind diese Oschis hier. Ah. Oh, Bruder. Ich habe gerade einen Schock bekommen, ne? Ich mach das Ding auf, ich denke, wo ist die Zündschnur? Ah, die Zündschnur ist hier. Die Dinger sind richtig gefährlich, ne? Lasst da auf jeden Fall die Finger von. Wir testen das nur, ihr wisst, Produkttester, wir testen alles mögliche, was es so auf dem Markt gibt. Was kann ich dazu großartig noch sagen? Cobra 12, Tolgert. Ich schwör auf meine Mutter, damit kannst du EZB hochjagen, Bruder. Warum gibt's aber überhaupt so Böller? Als ob die bei Silvester, an Silvester sowas anmachen. Ja, ich weiß, darfst du ja gar nicht, ist ja verboten. Auch da bei denen nicht. Aber es gibt ja Handgranaten. Aber da in Tschechien darfst du die auch nicht anmachen. Ich glaube nicht, aber diese Bulgarien, Tschechien kannst du ja alles machen. Ja, das ist zu krank. Ja, Bruder, wenn du willst, lass du das neben, lass das neben dem Auto zünden. Cobra 12. Oh mein Gott. Lang, Conny, lang der Ton. Der schallt richtig. Der Motorradfahrer fährt auch die ganze Zeit da, ne? Nicht, dass er da richtig so beim Stunt gefällt ist, weil er sich erschrocken hat. Ich schwöre, ich weiß nicht, wie sich das bei der Kamera anhört. Ey, Chat, was sagt ihr? Der war schon hart, gell? Eins in den Chat, wenn der ja, hart war, gesehen, Bruder. Wie lang, dass wir das so gehalten. Ey, Digga. Aber tja, in echt hat sich das geistkrank angehört. Man hat das richtig gespürt, extrem. Wirklich. Man hat den Schall mitbekommen. Extrem, so, wir testen Bruder. Das jetzt mit dem Reifen einmal. Aber sei ehrlich, ich habe nicht gepusht mit diesem Cobra 12, ne? Nein, der war ehrlich. Bruder, ich will diesen Gummireifen nicht auf dem Kopf, ne? Oh! Was? Bruder! Ich schwör auf meine Mutter, das ist hart, Bruder. Boah, das ist ein Reifen, weißt du, das ist ein Reifen, ne? Ja! Machen wir nochmal? Warte. Gummireifen nicht auf dem Kopf, ne? Bruder, der ist schon so 10 Meter hochgeflogen, Bruder. Guck mal, allein, du weißt ja, wie groß ein Reifen ist? Wie sah der Reifen aus? Guck mal, wie hoch die... Wir müssen den Reifen ja, nochmal okay, sehen vorher. Wie sah der Reifen aus? Zünde ihn. Ja, Bruder, wenn du willst, lass das neben dem Auto zünden. Cobra 12. Oh mein Gott. Ich hab zu weit zurückgemacht, oder? Nee. Ja, hier. Nicht gepusht mit diesem Cobra 12, ne? Nein, der war ehrlich. Bruder, ich will diesen Gummireifen nicht auf dem Kopf, ne? Was ist das jetzt mit dem Reifen einmal? So. Er ist ein normaler Reifen, so. Ist das ja nichts todstabiles, so? So ein Reifen vom Opel Corsa, würde ich sagen, so. Aber sei ehrlich, ich hab nicht gepusht. Oder so hoch und das hat zerfetzt. Bruder, ich will diesen Gummireifen nicht auf dem Kopf, ne? Hart. Der ist jetzt nicht so übertrieben hochgeflogen, ich glaube so 10 Meter. Aber der ist komplett weg. Guck mal hier ist er aufgerissen. Ich sag mal so, den Asia-Markt kann man auf jeden Fall nicht mit dem Asia Dragon Bazaar vergleichen. Der Asia Dragon Bazaar war auf jeden Fall viel größer aufgebaut, viel mehr Märkte und da war auch viel mehr irgendwie los. Also von Weitem sah die echt nicht schlecht aus, aber wenn man näher kommt, sieht die auf jeden Fall wirklich schlecht aus. Man kann das ist erst 6-9. Bevor ihr mir die Hand wegsetzt. Auto fährt dann schneller. Hast du sowas? Aber jetzt macht das Auto auf. Oh, ich dachte, der piekt das Handy. Digga, mein Herz ist stehen geblieben. Ist auch die gleiche Tasche, glaube ich sogar, ne? Das ist dieselbe. Ist selbe, ne? Selbe. Auch von der Farbe ist gleich. Ach so. Sag mal, Deck ab, das ist selbe. Schau mal, das ist sogar dieselbe Marke. Ja. Das ist das neueste Modell von dem, ne? Neue Modell. Ah, okay. Die haben sich aber im Modell komplett verändert, ne? Auch vom Namen und so. Was ist das? Echte Pistole? Elektroschocker. Aber nur sag mir das doch früher. Ich wusste gar nicht, dass es Elektroschocker ist. Bruder, das ist ein Elektroschocker, ne? Wie viel? 20 Euro, 4 Tabletten. Und das ist was? Ist für Kopfschmerzen. Einmal nehmen, wie lange hat man dann Spaß? Ah, 2 Stunden, egal. Das ist Viagra. Mhm. Sorry, aber dann müssen wir passen, leider. 5 Euro. 5. Okay. Kriege ich ein Bewirtungsbeleg? Wenn ich das trinke und... Kriege ich ein Bewirtungsbeleg? Autofahrer, wir küssen die Leitplanke. Dann kommen wir zum letzten. Shirin David, Lied haben die. Die haben. Guck mal. Shirin David. Nein! Das ist von Shirin David. Ist es die wirklich? Die hat das Cover von denen. Ach du Scheiße, Digga.
Ach so, Scheiße, wir küssen die Leitplanke. Dann kommen wir zum letzten Produkt. Ich weiß tatsächlich auch nicht, warum ich das gekauft habe. Der Preis war halt einfach nur gut. 5 Euro für 4 Tabletten. Soweit ich weiß, kriegt man die nur verschrieben bei der Apotheke oder beim Arzt. So einfach kommt man an die Dinger nicht ran. Noch eine Sache, Chat. Gell, hat ja gerade diese Viagra geholt. Und ich sag euch ehrlich, ich schwöre auf meine Mutter, lasst die Finger von diesem Dingzeug. Weil ihr wisst nicht, was in diesen Tabletten drin ist. Die sagen euch, ja, Baba, ihr habt so ein Ackerlaut, 2 Stunden lang. Ihr seid Maschine, ich schwör auf meine Mutter. Es ist keine Droge, es ist auch keine Droge. Die Sache ist, Viagra ist keine Droge, aber du weißt ja nicht, was da drin ist, Bruder. Wenn dir dein Arzt sowas verschreibt, okay, nimm. Aber wenn Ding, auf so diese bulgarische Flohmarkt, Bruder, nimm nicht. Das macht deinen Ackerlaut nicht so, Bruder. Am Ende, du kriegst 2 Hörner oder 3 Augen oder so, lass das. Aber auf einem Asiamarkt ist sowas natürlich was ganz Normales und ja, testen kann man die jetzt nicht unbedingt. Willst du eine nehmen? Am Ende ein Ei wird so klein, eins wird ganz groß und so. F5, ja. Ich schenke dir einfach Tolga oder Daniel. Wobei Daniel, glaube ich, mehr damit anfangen kann. Und da kommt der Motorradfahrer. Ich höre nicht. Also ich sage euch ehrlich, ich bin echt ein bisschen enttäuscht von dem Markt. Wir haben uns ihn irgendwie ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Die Leute sind auch ein bisschen unfreundlich hier. So, Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen und unterhalten natürlich. Nehmt euch auf jeden Fall kein Beispiel. Die Dinger sind wirklich gefährlich. Wenn da jetzt irgendwie die Hand abrutscht oder ihr aus Versehen das Feuerzeug wirft, ja, statt dem Böller, dann war es das wahrscheinlich. Wir machen jetzt auf jeden Fall nochmal... Ja, cooles Video, Digga. Sehr, sehr gut. Cooles Video. Aber es gibt so Videos, gell, das ist noch lustiger, Digga. Ja, das war jetzt interessant. Guck mal, das sticht gerade heraus. Was ist das? Irgendein ganzes Gespräch auf Chatroulette oder so. Azar. Ist das ein Placement für Azar? Ich hab die auch mal angeschrieben. Ist das eine App oder was? Ja, die haben mich auch mal angeschrieben für ein Placement. Ich hab abgelehnt. Ja, besser ist es, Digga. Wer kann so eine App promoten, Bruder? Das ist so wie Hälfte, Chatroulette. Hälfte? Nein, ich bin cool, Bruder. Jo, Freunde, was geht und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es geht wieder los. Heute haben wir auf jeden Fall was ganz Spezielles. Junge, ich kann nicht reden. Kurze Schweigeminute einfach. Heute habe ich auf jeden Fall was ganz Spezielles vor. Ich habe mir so gedacht, ey, ich habe ein ganz spezielles Format von mir sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Jeder von euch müsste die App Azar kennen. Wenn nicht, dann ist es euer Problem. Wir haben es gleich. Tot zu schnell bin ich wohl. Einfach nehmen. Es ist auf Allah. Der ist dieser von TikTok, YouTube oder so. Was denn nun? Instagram, TikTok, Twitter. Ey, wisst ihr, was das Krasseste wäre, wenn ich jetzt einfach Maria treffen würde? Vielleicht können sich die einen oder anderen an Maria erinnern. Das war eine Frau. Ich muss sogar echt sagen, da hat es fast gefunkt zwischen uns. Da war echt nur noch so ein kleines Stück. Aber dann ist unglücklicherweise mir der Finger abgerutscht. Bruder, Walla, Billa, das war aus Versehen. Ey, Maria kommt zu mir schon auch ein Doppelkinn wie ein Pelikan. Alter, Digga, Vodafone will unbedingt einen Anruf, ne? Geht vielleicht noch eine Nachricht? Ja, danke. Hi! Alter, habt ihr keine Eltern zu Hause? Digga, wie kann man so krass... Digga, eins! Ekelhaft! Schreien, meine Mutter wird direkt aufgewacht. Boah, sieht das unordentlich aus bei dir. Ja, passiert. Ja, sollte nicht passieren. Interessiert mich schon. Alter Schwede. Was ist denn da? Was ist da nicht? Ich bin ja ein Junge und Jungs sind ja grundsätzlich auch sehr... Abu! Abo Bilal, danke für deinen Prime-Sub, Digga. Abo Bilal, vielen Dank. Ich schwöre, ich küsse dich. Dankeschön, Bruder. Nein, ich hab meine Schuhe aussortiert. Das ist mein Tisch. Gibt es die Roomtour auch in normal? Ich hab wirklich in diesen 2 Sekunden nichts gesehen, ne? Okay. Boah, da läuft alles den Bach runter, ne? Ja, bitte? Hallo, was wird da veranstaltet? Ich bin 20, wie alt bist du? Also was anderes kalt ist? Mashallah. Hast du anderes kalt zum Kühlschrank? Okay, Saf, guck mal, das Video noch. Ey, Chat, wir machen kurz Pause, 60 Sekunden Werbung. Weiter gucken, oder? Mhm. Bist du? Bist du Moslem? Bist du Moslem? Ich bin Christ. Also bei mir ist es so, ich bin Teil. Mal bin ich Christ, mal bin ich Moslem. Achso, kommt auf die Chica an, ne? Kommt auf den Wochentag an. Von Montag bis Mittwoch Christ und von Mittwoch bis Sonntag Moslem. Ich lasse mich oft vom Shaitan leiten. Mein Freundschaftskreis besteht aus Moslems und Christen, deswegen. Glaubst du an einer Sache? Nein, ich will nicht nur an einer Sache glauben, weil dann ist die andere Seite von meinen Freunden sauer auf mich. Bruh. Ja, und da macht sie weiter. Was gibt's Besseres auf der Rückfahrt, Azar? Der kommt aus Mannheim, ja. Aus der kommt aus. Steht da nicht irgendwo in die Stadt von mir? Jo, Bruder. Hamburg, dankeschön. Wer lesen kann, ist ein Vorteil. Gibt es euch auch in ganz? Bruh. Ja. Du bist doch YouTuber, dankeschön, Bruder. Oder? Wer? Du. Meine Eltern schlafen neben mir. Okay. Was meinst du? Du bist doch YouTuber. Wie sorry, Bruder, für deine Donation. Ich hab die nicht gesehen, Bruder. Anne, sorry. Kennst du das, wenn deine Mutter sich zur Seite gedreht hat? Ja. Wegen dir, sei ruhig, bitte. Du bist doch YouTuber. Ich schau YouTube. Nein, du machst das. Guck
mal, jetzt rasiert er. Was für Videos? Warte mal, dieser Moment, wenn du... Man hat's gemacht. Hello. Hast du das gesehen? Guck mal. Dieser Moment, wenn du YouTube-Videos nachträglich zensieren musst. Ach, über YouTube Scheiße. Creator-App, Alter. Katastrophe. Man sieht sich, ne? Hello. Ist ja so weit. Aber noch, in Taiwan habt ihr kein Internet, Digga. Das Internet in Taiwan funktioniert nicht. Bruder, so ekelhaft, Bruder. Lecker. Kannst du links... Wer macht es in seiner Freizeit? Du warst bestimmt schon mal auf dieser App unterwegs. Kollegen wollen wir die... Kollege, der geht... Nein, warte, warte, guck mal. In Japan, ja. Kollege von mir geht auf die App, dann sagt er mal, was geht. Dann sagen die, du schmilzt und beleidigen den. Dann zeigt er meinen Stimme, MBK! Dann werden die korrekt. Ach, du Scheiße. Da einmal reinmachen. Rechts auch vielleicht. Kannst du mir einen Popel rausholen? Schade. Ey, Mädels, meine Mutter schläft neben mir, ne? Ich sag, meine Mutter schläft neben mir. Ey, soll ich dir was erzählen? Erzähl. Warum sagen die in Schweden nicht, ich liebe dich? Warum? Weil sie kein Deutsch sprechen. Einfach nach rechts. Kannst du nach rechts wischen? Nein, warte, ich will noch eine erzählen, okay? Noch die letzten. Zweite Chance. Man sagt ja, man gibt einer Person immer eine zweite Chance. Komm. Warum kann Michael Jackson nicht rückwärts parken? Rückwärts parken? Ja. Was hat das Parken mit Michael Jackson zu tun? Warum kann er nicht rückwärts parken? Weiß ich nicht. Weil ich schon tot. Also ich sag dir ehrlich, ich bin jetzt in der Hölle, weil ich gedacht habe, danke. Hallo? Warst du nicht eben schon drin? Hallo? 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 Ja. Oh, kann doch auch aufgehen, wenn es einen schon auf ist. Hallo? Lange Nacht gewesen, oder was? Die Fahrt auf Chemikalien. Hallo? Alles klar. Ich muss auch echt sagen, wenn man müde ist und kurz vorm Schlaf ist, sucht man sich natürlich eine App namens Azar, die man dann quasi ein bisschen unsicher macht und schläft einfach vor der Kamera ein. Wer kennt's nicht? Kennt ihr das? Ich glaube, ich kenn's nicht. Ja, kann ja sein, dass wir uns vielleicht mal über den Weg gelaufen sind. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man Schminke auf dem Gesicht hat? Ist das nicht wie so eine Schicht? Nee, normal. Ich hab nur eine Frage, Digga. Eine Frage. Wer hat dich zu diesem Lippenstift verleitet? Ich selber. Okay. Wie oft willst du noch auftauchen? Bitte zieh Leine. Wer? Du Sohn. Salam. Salam. Alles gut? Ja, bei dir? Ja, muss. Alles gut, alles gut. Mir geht's gut und selbst? Und bei dir? Auch, dankeschön. Ich frage dich, welches Land kommst du? Aus welcher Stadt ich komme? Ich komme aus Hamburg, wo kommst du her? Karlsruhe, ja, ne? Ja, welches Land? Ist Karlsruhe nicht ein bisschen kleiner? So? Nicht so breit, aber geht. Es geht, ne? Welches Land kommst du? In welcher Nähe ist Karlsruhe ungefähr? Ich frage, welches Land kommst du? Wegen der Wandfarbe? Ich habe das separat gemacht. Hier ist so ein etwas dunkleres Grau und dann so ein Weiß. Ja, welches Land kommst du? Ach, sag doch gleich, Meister. Ich komme aus Türkei. Woher kommst du? Ey, dieser Typ ist zum 300. Mal. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute mal so eine Ansage spucken und dann aber nicht drin bleiben, Alter. Digga, die macht mir ein bisschen Angst, ne? Weißes Kleid, schwarze Haare gefühlt. Hallo? Bruder, die macht mir auf Ernst Angst. Warum drückst du nach der Tür mal dein Leben? Kannst du vielleicht nochmal schreien? Was ist mit dir los? Warte, ich geb dir mal ein Like, damit du wieder runterkommst. Okay, da macht eine mit 4000 Likes auf Kardashian. Wow. You don't like German people? No. Schiefzahn Larry, wow. Warum? Because it's very cheap. Germany, give me something money and then. Weil sie richtig künstlich aussieht. Sie ist künstlich, ja. Ich glaube, sie ist ein Mann. Geil. Maybe you wanna f me and I tell you how much you must give me. You say it's too viel. Du meintest 300. Hast du da irgendwo Gold versteckt, dass ich dir 300 gebe? Ja, 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 ist Gold. Ist vielleicht mit Alter vergoldet. Because you are nice and you're beautiful. Dankeschön, du nicht. I give you a good price for you. What is the last price? 100. Was ist alles da drin? Ash, Blase. Wie? Wie machst du? Oh, oh. Ja, jetzt bist du aufgesch... Hast du gehört, was das war? Ich hab gehört, ja. Das war tatsächlich eine... Ja, ich weiß, was. Das war gleich abgecheckt, ne? Stand, ne? Eben hast du noch im Bett gelegen. Was ist das denn? Das ist doch die gleiche von gerade, aber jetzt eine andere. Mit dem gleichen Namen. Ah, das ist, glaube ich, ein Laufhaus oder sowas. Das kann sein, doch. Krass, aber die sagen. Sag mal, die klären sich so ihre Kunden. Alles klar. You look like Hexe. We say in German Hexe. Name, ja. You look like Mehmet. Mehmet mit AMG. Wie sind die aktuellen Leasingpreise? You have here. Popels. Also ich muss echt sagen, war ein ganz komisches Gespräch. So Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hab was gefallen, unterhalten. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da.
So, Chat, wir machen gleich den Stream aus, ja, dass ihr Bescheid wisst. Nicht mehr lange, der ABK muss noch echt schneiden. Ja. Aber wir sind morgen wieder.